Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir im Zeichen der legendären Pokémon. Ich will mit dem Schnee heilen gehen. Warum heilen? Weil wir fast keine Angriffe mehr haben. Kein Gesang. Und Gesang ist ja elementar wichtig für uns, dass wir die Pokémon einschläfern können. Und ich muss sagen, die ersten beiden legendären Pokémon, die wir gefangen haben, haben super funktioniert. Gehen die eigentlich auch schon direkt in die Box, wo sie hin sollen? Wir können mal eben kurz gucken. Und uns auch die Wesen anschauen. Wobei mich das ja ernsthaft wenig interessiert. Genauso wie die DVs, habe ich ja gesagt. Sonst würde ich einfach immer wieder von vorne anfangen und so und den immer wieder fangen. Habe ich gar keinen Nerv zu. Das sind sogar gleich mit drin. Ein Solo! Das ist ein Angriffs-Plus-Wesen! Wow! Nicht schlecht, also ein gutes Wesen für den da. Moment, der hat doch hier physische Angriffe. Ja! Physisch, 160 Stärke. Und das ist ein kauziges Wesen. Ich kann das nicht erkennen, das ist ein Verteidigungs-Plus-Wesen, ne? Ein Spezialangriffs-Minus-Wesen oder Angriffs-Minus-Wesen? Hohoho! Ich weiß sowieso nicht, wie man den spielt. Von daher ist mir das auch egal. Mir geht es einfach nur ums Haben. Haben, 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 haben. So, kümmern wir uns jetzt um Lugia. Und nachdem, das wollte ich eigentlich gar nicht. Nach Lugia werden wir uns um die Regis kümmern. Für Regigigas müssen wir uns allerdings noch was besorgen. Und zwar aus der einen Höhle. Wenn wir da gleich noch genug Zeit haben, können wir das gleich mit erledigen. Da wo wir das Küstensalz und so her haben. Da kann man ewiges Eis herkriegen. Oder habe ich das Item schon? Moment. Kann ich gar nicht nachgucken. Alles klar. Ich will noch mal was gucken. Jetzt ist der leuchtende Punkt da auch weg. Die beiden sind dann immer noch. Der ist hier auch noch. Aber da ist ja nichts mehr, ne? Wenn ich jetzt gleich von einem legendären Pokémon angegriffen werde, dann staune ich aber nicht schlecht. Ich finde, das ist gut aufgebaut in dem Spiel. Man muss bestimmte Pokémon haben, damit es weitergehen kann mit den Legendären. Also man muss bestimmte Legendäre haben, um weiterfangen zu können. Zum Beispiel muss man ja hier Vesprit und so haben, um Palkia und Dialga fangen zu können. Und die beiden braucht man wiederum, um, na, wer weiß es, Giratina zu fangen, genau. Es gibt auch noch irgendwo hier die Platin, den Platin-Orb oder was das alles für ein Kram ist. Ich weiß nicht, wo die versteckt sind. Wer es weiß, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann kann ich mir die nochmal besorgen oder es on-screen zeigen. Aber ich weiß es nicht und ich habe auch keine Lust danach zu gucken. Muss ich ehrlich sagen. Das ist mir Aufwand, den ich nicht unbedingt betreiben muss. Seewoge Malvinfroh, los geht's. Wir wollen ja gegen Lugia antreten, nicht wahr? Ditwin Battle, ich sag's euch. Zäh als Kaugummi wahrscheinlich. Obwohl Lugia ist mir immer gut gesonnen. War damals zumindest immer so. So, rennen, 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 rennen. Vor allem Kryphuk mit einem Flottball direkt gefangen, voll geil. Das muss mir erstmal jemand nachmachen. So. Ab und zu mal so einen Blick auf die Kamera geworfen, um zu sehen, wie sie gerade steht, ob ich genau in der Mitte bin und so. Tauchen. Go! Go, go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go, go, go! Johnny, dir gut. Die Gitschglocke in deinem Beutel leuchtet ganz schwach. Wir behalten Schutz. So, einmal speichern, bitte. Wir wollen es ja nicht verkacken. Hier schwebt ein geheimnisvoller Ring. Aus der Öffnung strömt kristallklares Meerwasser. Möchtest du ihn dir näher ansehen? Ja. Okay.
Typ Psychoflug. Alter, was ist das denn für eine Musik? Geht voll ab. Oh mein Gott. Ja. Muss ich nichts zu sagen, oder? Und ich habe schon wieder nicht vorgelesen. Das tut mir so leid, Leute. Ich fass das nicht, ey. Das ist zu geil. Ja, damit haben wir Lugia gefangen. Das war sehr problematisch. Wir hatten arge Probleme. Ich habe ja gesagt, Lugia ist mir immer gut gesonnen. Ne? Ich habe nie etwas anderes behauptet. Ach, ich wollte einen EP-Teiler anmachen, genau. So. Schnell wieder raus hier. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, dann können wir das nochmal eben erledigen mit den Item. Genau, ich wollte noch gucken, ob ich das Item nicht schon habe. Kann ja auch sein. Beute. D. Ich habe keine E-Item. Moment. Sortieren. Alphabet. Nee, ich hab's noch nicht. Sehr gut. Dann sollten wir uns schnellstmöglich darum kümmern, Leute. Ohne Schmu. Wir haben ja noch genug Zeit. Der Flottball ist so eine geile Sache, Leute. Ohne Schmu. Dun, 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 dun. Legendäre Pokémon fahren halt auf mich ab, ne? So ist das nun mal. Dun, dun, dun. Ich glaube, mit Lugia... Nein! Oh Gott, ich wollte nicht in die Pokémon reinfliegen. Mit Lugia kann ich jetzt sogar... Dings, Raikou, Entei und Suicune kommen lassen. Küstenhöhle. Jo. Ich habe gerade vibriert. Ich muss mein Handy immer im Blick behalten. Ach so. So, nichts wie rein da. Ja, wir haben Ebbe, sehr geil. Darauf habe ich nämlich gehofft. Weil bei Flut haben wir schon alles erkundet, aber bei Ebbe noch nicht. Dun, 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 dun. Da ist ein Item. Ja, bitte. Oh toll, da oben das Item habe ich ja noch nicht. Was für eine Kacke. So, das. Jetzt muss ich warten, bis Flut ist, oder wie? Was ist das denn für eine Kacke? Würde ich aber sagen, hole ich das Item lieber offscreen ab. Weil jetzt die ganze Zeit abzuwarten, bis dann endlich mal die Flut gekommen ist, ist auch Kacke. Ah, EP-Teiler an, bitte. Schon wieder leer. Oh mein Gott. Nein! Oh, du Vollpfosten! Eisodem, nice! Also ich bin eigentlich nur hier in der Höhle, um, ne, dieses bestimmte Item zu kriegen. Was? Oh, da ist noch eine TM. Das ist cool. Hier gibt es sogar ein Eisrätsel. Ich mag Eisrätsel. B.
Oder sagen wir mal so, ich mochte sie mal. Ah, sehr gut. So, nicht so problematisch. Siehst du, sage ich ja. Da glitzert was. Oh! Phenontornit! Geil! Nice! Ach, und hier ist der Stein für Evoli, um sich zu entwickeln. Und da haben wir das Item, was ich gerne möchte. Oder was ich brauche. Der Rest ist eigentlich relativ egal. Man kann jetzt noch das Salz und so einsammeln. Dann kriegt man nämlich von dem alten Opa Lack. Ich habe keinen Schutz mehr. Dann bekommt man von dem alten Opa auf jeden Fall Lachsrauch und einen Lamus Need. Für die, die es wissen wollen. Also alles kräftig sammeln, dann kriegt ihr auch alle Items. Items. Also ich bin ja sowieso nicht der Lamus-Spieler. Na, das war ja weniger schwer. Wo ist der Anspruch? Das war doof. Nein! So, ich versuche jetzt trotzdem noch... Ja, wir sind schon wieder durch. Wir haben alle Item... Also wir haben das Item, was ich suchen wollte. Jede Menge Pokémon, die mir jetzt voll auf den Sack gehen. Ich werde auf jeden Fall neue Schutz kaufen müssen. Ach, hier haben wir das Pokémon, was uns noch fehlt in dieser Höhle. Ich würde natürlich auch sagen, komm, ich fange sie mir alle, die mir entgegenkommen, da habe ich keine Lust zu. Denn wir wollen ja legendäre Pokémon fangen. Ne? What the fail, ohne Scheiß. Vor allem Lugia mit einem Flottball, wie geil ist das denn? Sowas hatte ich noch nie in meiner Let's Player-Karriere. Noch nie. So, du gehst mir. Küstensalz, yay. Boah. Ich muss mir ja mal dehnen. Seitdem ich krank bin, liege ich ja viel rum. Und ich habe das Gefühl, meine trainierten Muskeln verkürzen sich dadurch. Und dadurch habe ich so ein ätzendes Ziehen im unteren Rückenbereich. Das ist ganz unangenehm. Oh, Fokusband. Auch nicht schlecht, danke. Ich suche übrigens immer noch jemanden, der mit mir tauscht, damit ich meine Items alle rüberholen kann von meiner Y-Edition. Ich dachte, ich hätte hier mal alles eingesammelt. Da war ich mir sogar ziemlich sicher. Das ändert jetzt natürlich alles. Total. Total. Mega Man. Ja, beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um die Regis. Mit welchem ich anfange, weiß ich noch nicht, wie ihr die Höhle öffnet, habe ich euch im... Weiß ich nicht, in welchem Part erzählt. Ich habe das ja offscreen gemacht. Das war... Im Part vor der Pokémon-Liga, ne? Nee. Im Pokémon-Liga-Part? Ich weiß nicht mehr, wann das war, Leute. Tut mir echt leid. Das liegt schon so lange zurück. Fuck mich doch nicht ab, du Arschkrampelpisser. Kann auch sein, dass das immer täglich neu auftaucht, hier der ganze Kram. Das kann natürlich auch sein. Und dass ich dann jetzt gleich trotzdem alles eingesammelt habe. Ach so, da bin ich dann, okay. Ich kann mal gucken. Moment. Küstenschale habe ich 4. Wie heißt das andere? Küstensalz? Hab keine Ahnung. Ah, wir fragen ihn gleich einfach mal. Den alten Opa. Na, jetzt komm her. Aus je 4-mal Küstensalz und Küstenschale könnte ich Seegesang anfertigen. Die Zutaten für Seegesang kannst du jeden Tag finden. Toll. Das heißt, ich kann da aber gar nicht ran jetzt an die anderen Sachen.
Super! Super, Trooper. Gut, Leute. Ich will euch nicht länger aufhalten. Beim nächsten Mal werden wir legendäre Pokémon fangen. Mal wieder. Und zwar einen der Regis. Welchen Regi? Überlege ich mir dann. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein. Das heißt, Let's Play Pokémon Alpha Sapphire im Zeichen der... im Zeichen der legendären Pokémon. Haust rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku Senpai.